Voll die Attrappen aufgestellt. Voll gut. Was haben wir noch hier? Petravovic. Petra Petravovic. Petra, hier ist sie, unser Ehrengast. Ich wusste doch, dass du etwas hast. Du bist aus echtem Anführerholz geschnitzt. Und das sage ich nicht zu jedem Nora-Mädchen, das vorbeikommt. Kommt denn oft eine vorbei? Ich musste schon eine Mauer bauen. Gut, dass ich hartnäckig bin. Das hat mir wirklich gefehlt. Marat bat mich, das Arsenal zu überprüfen. Den Kanonen geht's gut. Das passt zu den Osseram, hm? Sie waren der Stolz der Hauptquellschmiede. Und mit noch mehr Stolz habe ich sie verbessert. Kann ich eine testen? Das wollen immer alle. Dann mal los. Die Ziele sollten sich etwas weniger wehren als die Banditenbande damals. Ja, geil. Darf ich? Ja, geil. Halte L2 und S2, um Munition im Nahvorrat zu laden. Lasse L2 los zum Feuern. Wo ist denn Munition? Ah. Treffsicher und eine hohe Reichweite. Nicht zielen wie mit einem Bogen. Gute Reichweite. Probier die nächste aus. Siehst du? Das macht jede Maschine fertig, alt oder nicht. Ich glaube, damit könnten wir eine ganze Armee abwehren. Ich bin dir für deine Hilfe dankbar, Petra. Diese Schlacht. Ich weiß nicht, was kommt. Wir werden uns wiedersehen, ich weiß es. Nächstes Mal überrede ich dich vielleicht, in Freihalde zu bleiben. Petra, du weißt das. Ich weiß. Aber ich habe eine Schwäche für rastlose Mädchen. Alles klar. So, auf zum Turm. Voll cool. Endlich ist der Halbbruder des Sonnenkönigs wieder zu Hause. Dank deiner Hilfe. Ist das hier da oben noch rauf? Reparatur wird durchgeführt, Reparatur wird durchgeführt, Reparatur wird durchgeführt, bla bla bla. So, du. Hier nochmal lang. Hier hoch war das doch, oder? Du. Du bist der Jäger aus dem Banukain. Ich erkenne dich auch, Nora. Die Maschinen erwachten, als du angekommen bist. Sie waren wild. Ich kann da nichts dafür. Nein, ich danke dir, Nora. Damals entschied ich nicht, nach Ban-Ur zurückzukehren. Ich wollte hierher kommen, um zu jagen. So viele Maschinen, sogar Dämonen, spinnenhaft schnell und ohne das blaue Licht im Inneren. Tod ist, dass man wieder töten muss. Es gibt eine ganze Armee von ihnen. Eine Armee? Ja, deshalb bin ich hier. Gut, ich warte. Selbst die Banuk sind hier. Voll cool. Oh, Stein. Oh ja, Stein. Stein ist wichtig. Nur Stein mitnehmen. Stein ist wichtig. Das ist... Ja, wollte gerade sagen. Talana...
Warum bist du hier? Ich bin dein Habicht. Wo sollte ich sonst sein? Meridian verteidigen mit Avad? Das überlasse ich der Loge. Ich will nicht nur zusehen, wenn eine der meinen kämpft. Nicht nochmal. Bist du sicher, dass... Du könntest sterben. Für uns alle. Ich will dabei nicht einfach zusehen. Nicht, wenn ich es auch verhindern könnte. Dann soll es so sein. Abgemacht. Ich bin an deiner Seite. Stirb nicht. Nur eine Bitte. Welche? Die größte Maschine ist meine. Wir werden sehen. Das glaube ich nicht. Die größte Maschine wird unsere sein. Ich sehe gar nichts. Es ist so dunkel. Schön, dass du dich da festhältst. Also, wer sind diese Typen? Sie bezeichnen sich selbst als Eklipse. Und was soll das heißen? Das ist, wenn der Mond vor der Sonne steht, Idiot. Oh, soll das irgendwie furchteinflößend klingen? Keine Ahnung, sie waren mal Kaja. Und Kaja labern doch dauernd von Sonne und Schatten. Tja, wenn das Kaja sind, kann's ja nicht so schwer werden. Ja, ihre besten Leute kleiden sich wie Gockel. Dann rupfen wir sie doch. Nicht so viel Gegacker, Jungs. Aloy, da sind wir wieder, bereit für den Kampf. Doch dieses Mal haben die Gegner wohl mehr zu bieten. Was genau erwartet uns hier? Ich weiß nicht. Aber es werden sehr viele sein und sie haben Maschinen. Und wenn sie hier durchkommen, wird nicht nur Meridian fallen. Der Rest der Welt wird auch untergehen. Das ist hart. Das ist ein Kampf für uns. Stimmt's, Leute? Und wo steht unsere Garde? An der Frontlinie! Warum? Stahl steht vor Eisen! Und was werden wir tun? Wir sind der Hammer, der sie zermalmt! Richtig! Hörst du? Niemand kommt an der Garde vorbei. Wir kämpfen für Meridian. Und für dich. Danke, Erend. Ersa wäre stolz. Nur wenn wir siegen. No. Könnte losgehen. Ich schwitze ganz schön in der Rüstung. Ja, jetzt wo man es sieht von der Seite, dieses Geriffelte, na klar. Ach, guck mal. Sei gegrüßt, Aloy. Nein, nicht verbeugen. Die Gesalbte mag das nicht. Sie mag es auch nicht, wenn man sie die Gesalbte nennt. Ich bin dankbar, dass du hier bist, Vahl. Ich gab mein Wort. Und Meridian, was denkst du? Es gibt so viel Neues, seit wir uns kennen. Ich sollte dir danken. Was ist los? Willst du das wissen? Na gut. Dies ist ein fremdes Land, verdorben. Und ich verteidige eine merkwürdige Stadt voller Ungläubiger gegen etwas Unvorstellbares. Und du, nach all den Ereignissen, nach all deinen Taten. Ich sollte auf die Knie fallen und dich verehren, aber ich weiß, du willst das nicht. Oh, es ist ziemlich hart für dich, hm? Danke, dass du das mit dem Verbeugen gesagt hast. Sowas fehlt mir gerade noch. Sei nicht zu hart zu ihnen. Sie sind nur hier, weil die Gesalbte darum gebeten hat. Ist das auch dein Grund? Nein. Ich bin hier, um dich noch einmal zu sehen. Und es geht um den Metallteufel, weil die Göttin das sagt. Oder weil du das sagst. Ich glaube, die Göttin und ich sind uns einig. Schön, dass du hier bist. Finde ich auch. Prüft eure Ausrüstung.
Man hört Ehren bis hierher. Prüft eure Ausrüstung. Die sind ja größer als der höchste Baum. Die Kaja sehen... Okay. Ihre Rüstung ja wie Gockel aus. Aber es sind so viele. Und wir sind so wenige. Sie sind nicht der Feind. Diesmal nicht. Ruhe jetzt. Sie kommt. Die Kriegsherrin Sona. Kriegsherrin, du... Siehst bekümmert aus. Die Nora gehöre nicht hierher. Ich gehöre nicht hierher. Ich will den Metallteufel bekämpfen, der uns bedroht. Aber mein Platz ist im Heiligen Land. Die Falschheit hier durchbohrt mich wie ein spitzer Pfeil. Es tut mir leid, dass das so ist. Das muss es nicht. Dies wird beendet. Mein Speer, mein Wort. So, dann wollen wir uns mal ausruhen, ne? Dann wollen wir uns mal ausruhen gehen. Und dann den großen Kampf anzetteln. Ich hoffe, ich habe hier keinen jetzt übersehen. Ich habe bestimmt irgendwen übersehen. Die Sonne geht auch gerade wieder auf. Das ist sehr gut. Ich bin gespannt. Ich frage mich, was das für ein Mega-Fight wird. Irgendwie freue ich mich ja, dass es so ein übelster Krieg noch wird, aber irgendwie auch nicht. Sonst hast du immer nur so kleine Kämpfe. Du hattest jetzt den... Ja, okay, ich sag mal, die Invasion auf das Heilige Land, das war schon übelst krass. Und jetzt kommt noch so ein riesiger Krieg auf uns zu. Mit allen Verbündeten, die du gesammelt hast, mit allen, mit denen du dich angefreundet hast, die dir helfen. Und, boah, das wird so ein riesiges... Gemetzel einfach nur. Peterman ist aus Sonnenfall entkommen. Gepriesen sei der Sonnenkönig für diese unblutige Rettungsaktion. So, bringt mal die Zivilisten hier alle weg. Irgendwo hin, wo sie sicher sind. Ich habe auch keine Ahnung, wohin. Nicht helfen. Meine Aufgabe ist es, Wache zu halten. Ich mische mich in politische Dinge. Ich muss sagen, die Rüstung gefällt mir. Sieht schon cool aus. So, jetzt aber ab.
nochmal zwischengespeichert. Und jetzt geht's auf in vermutlich den letzten Kampf für Zero Dawn, für Gaia, für die Welt einfach nur. Olins Wohnung. Irgendwie leer. Soll ich schlafen? Muss ich noch etwas erledigen? Ne, wir haben nichts mehr zu erledigen. Gerade nicht. Die Garn. Und wir ruhen uns aus. Der letzte Kampf steht bevor. Ein letztes Nickerchen. Wie konntest du schlafen, Elisabeth? Mit so einer Last auf den Schultern. Und du, Rust? Ohne deine Familie? Silence? Bist du da? Geister werden mir auch nicht helfen. Ma'am, es gibt Zeichen aus dem Westen. Der Sonnenkönig erwartet dich im Tempel der Sonne. Er kommt einfach so in unser Schlafgemach, du dreckiger Hund! Du perverse Sau! Er sieht besorgt aus. Oh. Lagerfeuer vielleicht? Truppen, die sich für den langen Marsch zu den Stadttoren sammeln? Das ist kein Lagerfeuer. Was denn dann? Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon. Wow. Die du meintest? An die Waffen! An die Waffen! Sofort! Bei der Sonne, tut, was sie sagt! Bereit und geladen! Alle von euch, bereit zum Feuern! Wird der Beschuss sie aufhalten? Das werden wir herausfinden. Und schick Verstärkung. Aloy, oh nein! Wir brauchen die Waffen. Er wird dich erledigen. Nicht dieses Mal. Stimmt. Nicht dieses Mal. Du hast mich lange genug geärgert. Dann hättest du mich im Sonnenring schlagen sollen. Warum kämpfst du? Das Ende ist unausweichlich. Aua.
Nahkampf ist ja zu gefährlich. Akzeptiere es. Akzeptiere deine Schwäche. Auf dich wartet nur ewige Nacht. Meridian muss sich rot färben, um geläutert zu werden. Sonne. Die, die dich vernichten wird. Ich bin auserwählt. Du kamst aus dem Nichts. Du bist einfach nur Kaka, was sich in die Toilette verirrt. Schnell. Wieder abgewehrt. Und als Nichts wirst du sterben. Das Schicksal nicht begreifen. Das kann nicht sein. Ich bin der Auserwählte. So sollte es nicht sein. Nichts hiervon sollte so sein. Du bist schuld daran. Dein blinder Gehorsam, deine vielen Morde. Und wofür? Um auf Knien zu sterben? Als Spielzeug benutzt von einer Macht, die du nicht begreifen kannst? Du hast Mitleid mit mir? Kehr dein Gesicht zur Sonne.